Wo war das denn? Ach, das war unten, ne? So. Dann gucken wir mal. Funktioniert das jetzt hier so? Ich, nee, das... Ah, doch. Ach, krass. Okay, das geht nicht. Das Tonband kriege ich nicht. Wir holen die Bibel und den Schuh, ja, aber... Kann ich denn... Kann ich das irgendwie abschalten von... Halt die Klappe. Okay, das Tonbandgerät komme ich nicht dran. Die Batterie, da kann ich auch irgendwie nicht, hier mit dem Kreuz. Ja! Oh. Das war ich nicht. Hauptsache, Hauptsache die Klemmen sind immer noch da. Ich will überlegen, ob sich das jetzt noch... Obwohl, ich, das Tonbandgerät würde ich schon gerne haben. Ob sich das noch lohnt, jetzt zu hacken? Oh Gott. Nein, das war so klar. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, das kriegen wir hin. Das dürfen wir hinkriegen. Kein Problem. Jawohl. Sehr schön. Na, ich halte doch X. Hallo? Ah, jetzt. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst... Nein! Oh. ...werde ich dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Okay. Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Alter. Weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Eieieiei. Eieiei. Hey, da liegt noch Schronenmunition. Gar nicht gesehen. So, dann gehen wir mal hier lang und gucken wir mal. Wo wir jetzt hier hinkommen. Oh Gott. Okay, wir sind immer noch in der Fischerei. Oh Gott, wir kriegen hier so viele Sachen. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Eine ganz, ganz schlimme Befürchtung. Ich will rein! Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Toll. Oh oh. Wo ist sie hin? Wo ist sie? Alter. Ja, du sollst doch bluten. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Auf dem Schnapp. Alter, geil. Und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann boah, lass geil. Ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert?
Da liegt Munition oder sowas da oben, aber ich kriege das irgendwie nicht runtergeschossen, oder? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Ach doch. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Wo ist denn das jetzt hingefallen? Toll, jetzt ist es weg. Super. Alter, wir haben Granatwerfer gekriegt. Alter Schwede. Was ist das denn hier? Boah, cool. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal... Okay, hier wird gespeichert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich richtig Action kriegen. Ich hab's gewusst. Hey Jungs, alles klar? Boom. Alter. So. Kaffee nehmen wir mit. Stolmunition nehmen wir auch mit. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich glaube hier. Laut dem Pfeil geht's hier lang. Hallo! Okay. Warte mal eben. Gehen wir mal was ausprobieren. Wenn wir schon einmal hier dabei sind. Nice. Big Daddy, aber wir haben keine. Wir haben keine doch, haben wir noch. Können wir jetzt. Aber wir können sie jetzt nicht, ne? Scheiße. Oh Gott. Scheiße. Das war nicht gut. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, das war nicht gut. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ach, der wird gerade erledigt. Sehr schön. Was? Nein! Ich hab nicht auf mein... Nein! Ich hab nicht auf mein Leben geguckt. Scheiße. Unser kleiner Schützling hier hat den erledigt, Big Daddy. Scheiße, fuck. Ist der denn jetzt down oder nicht? Ja, sehr schön. Aber wo ist die Little Sister? Mist, wo ist die Little Sister hin? Little Sister, I have something for you. Moment mal. Wo ist die... Oh Mist, ist die Little Sister weg oder was? Oh komm, ernsthaft? Nee, oder? Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ciao. Gibt's doch nicht. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Also, oh, hier liegt noch eine Eve-Spritze, die nehmen wir natürlich mit. Hier liegt noch Schrotmunition. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Alter. Alter, wie viel die vertragen, ist ja unglaublich. Hasta la vista, Baby. So. Aber dafür kriegen wir ein paar Dollos. Sehr schön. Feier ich ein bisschen. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Verbandskasten. Sauber. Nehmen wir mal einen direkt. Haben wir sonst noch was? Oh, Pistolenmunition. Ich guck mal hier durch den Schlamm hier, wo wir hinkommen. Hello, Big Daddy. I'm your Big Daddy. Ein Tonband. Muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Ah, guck mal einer an. Ja, ja, das wüsste ich aber. Hier oben rumgammeln und dann auf mich hier warten oder was? Das wüsste ich aber. Ach, ich kann die von hier unten durchsuchen. Das ist schon mal super. Da habe ich Späßchen mit. So.
Von wegen, die auf mich warten da oben. Hast du das gesehen, die Dreckschweine? So. Mistsäcke. Pistolenmunition nehme ich mit. Nehme ich auch mit. So. Vielleicht ist die Pistole gar nicht mal so schlecht hier in dem engen Bereich. Ich nehme die mal. Da ist nichts drin. Boah, ich liebe das, wie das hier aussieht, ne? Ich mag sowas. Ich fand Bioshock sowieso schon immer so geil. Jawohl. Jetzt haben wir wieder einen Helfer. Und was kriegen wir hier Schönes? Kontaktminen. Ein paar Dollos. Ein paar Dollos. Und haben wir jetzt wieder was für den Raketenwerfer? Kontaktminen. Ah, ja. Oh. Da war schon jemand. Und da drüben ist schon Big Daddy. Ja, wir könnten das Adam gut gebrauchen, ne? Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass wir sterben bei dem Versuch. Aber ich probiere es mal. Nein! Oh! Hilfe! Hilfe! Oh, hier liegt noch ein Tonband. Alter, nehm noch. Oh. Der nimmt überhaupt nichts. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten. Wo ist er denn jetzt? Von einer Seeschnecke wurde er gebissen. Ich habe ihn gefragt, oh nein. Ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Big Daddy! Na komm, ernsthaft. Na schieß, warum schießt er nicht? Okay, den kriegen wir down. Nein, was? Ah, komm. Oh. Fuck, ey. Aber das Respawn ist immer sehr schnell bei dem Spiel, finde ich. Ist total geil. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Der müsste ja noch da sein eigentlich, ne? Jetzt, oder? Eigentlich müsste er noch da sein. So, gucken wir mal. Ah, die Big Daddy sind auch sehr schwer. Das war schon damals so. Ja, zoom. Big Daddy, bist du noch hier? Aha. Doch. Ich heile dich. Jawohl. Aber gerne. So. Nagelpistole haben wir durchsucht. Hier ist auch nichts mehr. Alter, guck mal, wie die aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war der Schönheitschirurg aber nicht dran, glaube ich. So. Da war eine Mine am Liegen. Da renne ich mal lieber nicht rein. Ja. Dann geh mal in die Haie. Boah, ich feiere so die Musik bei Dings, bei Bioshock. Aua! Nicht, was mit dir passiert ist. Alter, was? Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rutger zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in Spalding McDonalds. Aua, Alter. Tür Nummer 7. Der Schlüssel kommt und die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Eieiei, da oben ist eine Kamera.
Ist sie, wo ist sie denn? Das ist die Vision. Ach, da oben. Da ist schon mal ein Tagebuch. Hören wir uns nochmal an. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Okay, ich würde sagen, wir hacken mal die Kamera. Wenn es überhaupt geht. Was ich stark bezweifle. Ja, das war so klar. Na super. Hat's jetzt auch vollgebracht, egal. Aber die können wir hacken. Das mache ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen irgendwie nach links kommen. Okay, damit fließt es ja langsamer. Das ist ganz gut. Haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da sind noch so ein paar Dinger. So, das müsste aber eigentlich klappen. Den brauchen wir noch. Und dann noch einen, der gerade geht. Nach unten, da oben. Sehr schön. Jawohl. Sauber. So. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr drin. Die andere Kamera guckt gerade hier runter. Ich warte nochmal eben. So, jetzt aber. Hier leuchtet noch was. Guck mal an. Was ist das denn hier? Ja, 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 ja. Da lag noch Munition in der Ecke. Hast du gesehen? Krass. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen. Okay. Ha! Was war das denn? Alter, das gibt's doch nicht! Diese Scheißviecher. Diese Scheißkackviecher, ne? Die habe ich früher schon gehasst bei Bioshock. Und jetzt noch mehr. So, wir müssen nach oben. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, das dürfte eigentlich funktionieren. In Hoffnung, wir haben genug gerade Stücke. Ja, da nehmen wir noch das hier. Und dann nehmen wir das hier und dann müsste es eigentlich klappen. Jawohl. Sehr schön. Oh, da ist eine da war eine Kamera. Alles durchsuchen natürlich. Da oben liegt Schrotmunition. Da ist die Kamera. Aua, ja, schieß doch mal auf mich, du scheiß Pissding. Gibt's doch gar nicht. Oh, Alter. Oh. Bist fertig? Danke. Okay, ja. Okay, da soll ich vielleicht nicht lang gehen. Also zumindest noch nicht. Kann ich die zerstören, die Kamera? Okay. Was war das? Was war das denn? Hier ist aber echt viel los, ne? Hab ich nicht gerade mal gesagt? So, die Kamera. Alter! Ernsthaft? Okay. So, ist das Ding schon mal weg? Okay, huha. Oh, was eine Action hier. Ich würde auch trotzdem gerne erstmal nochmal ein bisschen hier bleiben, weil, wir hier noch ein bisschen alles untersuchen können und schauen, ob wir hier was finden, was Nützliches. Wie Munition oder so. Okay. Da haben wir schon mal eine Eve-Spritze gefunden. Das sind übrigens die Zellen, die auch bei Outlast sind. Die sehen genauso aus. Nur wenigstens sind die hübscher, die haben wenigstens eine Toilette zum Abziehen. Bei Outlast war es ja nicht so. So. Und da steht der andere, ne? Ja, genau. Hallo. So.
ich höre schon wieder ein... Ah ja, okay. Verstehe, dann gehen wir da nicht lang. Die Holly Bibble liegt hier wieder rum. So, warte mal. Können wir uns hier ducken und hier durchgehen? Ich höre schon wieder jemanden laufen. Okay, haben wir hier. Aktenschrank durchsuchen, nichts drin, nichts drin. Kuchen können wir mal essen. Und wir können die Genetikbank wieder wechseln. Okay, Ja, den Big Daddy finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich lasse das auch. Hier ist nichts drin. Alter. Was ein Armutsviertel hier. So.